bin immer noch nicht dazu gekommen, GTA 4 zu spielen, aber jetzt ist ja das nächste offene Weltverbrecherspiel da, nämlich der Part 2. Sollte ich vielleicht eher das spielen? Nee, du solltest immer noch zuerst GTA 4 spielen, denn dann nur siehst du, was der Pate falsch macht bei seiner offenen Spielwelt. Der Pate 2 hat ja jetzt eine offene Spielwelt, ja, die aber atmosphärisch bei weitem nicht an GTA 4 heranreicht. Dafür sind die Schauplätze viel zu steril, es ist viel zu grau, liegt auch an der veralteten Technik. Also die Grafik ist von anno dazumal, sieht ungefähr so hässlich aus wie der erste Teil. Und es fühlt sich auch wirklich nicht so lebendig an. Da passiert einfach nicht so viel, solange du es nicht selber tust. Mit einer Ausnahme. Okay, erzähl uns. Der Pate hat ja jetzt ein paar Strategieelemente, das hat der erste Teil nicht gehabt. Ja, unter die größte Neuerung für die Serie quasi. Genau, unter anderem diese Don-Ansicht, auf der man sieht, wo man Mafia-Gebäude erobern kann, um die dann einzunehmen, um daraus wieder bestimmte Vorteile zu ziehen. Und das Witzige ist, es kann auch immer passieren, dass eine andere Familie deine Gebäude angreift, während du dann wieder mit einer anderen Mission beschäftigt bist. Und dadurch fühlt sich das ein bisschen lebendig an. Und das ist, wie ich finde, auch die große Stärke des Spiels. Aber wenn, es ist halt doch nicht so toll. Ja, nee, also ich habe da nämlich auch gleich eine Aber. Und zwar ist es ja dann so, dass du dann, wenn du zum Beispiel diese drei Gebäude einnimmst oder wie viele es sind, um zum Beispiel deine kugelsichere Weste zu kriegen, dann in dem Moment, wo du das letzte Gebäude einnimmst, machst du blunk und du hast diese Weste an, obwohl du gerade im Auto sitzt oder gerade eine Frau auf der Straße verprügelst oder was weiß ich was. Und wenn du den anderen dieses Gebäude wieder abnimmst, dann machst du blunk und sind die wieder los. Ja. Das mag halt spielmechanisch irgendwie so sinnvoll sein, um diesen Strategieaspekt da reinzubringen, aber es wirkt halt so bescheuert. Ja, es ist so grotesk unlogisch und es gibt noch andere Beispiele dafür. Es kann dir zum Beispiel passieren, also man kann ja optionale Aufträge annehmen von Personen, um daraus halt bestimmte Vorteile zu ziehen, Geld zu verdienen oder andere Sachen. Und es kann halt passieren, dass sie sagen, raube dein eigenes Casino aus. Weil die halt festgeschrieben sind, diese Aufträge. Und wenn das Casino aber eh schon dir gehört oder von dir kontrolliert wird, okay, es gehört jemand anderem, aber du beziehst von da Schutzgeld und du aber dann dahin gehen musst, um dein eigenes Casino auszurauben, ist es halt, denkst du halt, was ist jetzt los? Ja. Was ich allerdings sagen muss, so schön wie ich dieses taktische Element und diese Strategiekarte finde, die Handlung selbst gerät dadurch brutal in den Hintergrund. Vor allen Dingen auch im Paten 1 hatte ich zumindest noch einen starken Bezug zum Film. Als Kenner des Films hatte ich immer wieder parallele Ereignisse, hatte Figuren aus dem Film, wo ich sage, oh, das kenne ich ja, auch die Sache mit dem Pferdekopf, legendär quasi. Und das geht im Paten 2 komplett unter. Jein, also der Pate 2 hat ja einen schönen Anfang. Das beginnt ja auf Kuba in der Revolution, wo du dich dann auch durch die Stadt kämpfst, was so ein bisschen Tutorial ist. Was echt nett gemacht ist, also hat er echt Spaß dabei, weil auch schön was explodiert und Explosionen sehen wenigstens halbwegs gut aus. Das ist das Einzige, was da gut ausschaut, mehr oder weniger. Danach beginnt es aber zu plätschern, weil du kapierst lange nicht, was jetzt los ist. Da tauchen dann zwar Michael Corleone und Tom Hagen auf, so Leute, die man kennt aus den Filmen, aber die sind jetzt halt nicht wirklich, also ich weiß nicht. Muss man dann die Filme kennen? Ich wollte gerade sagen, also ich kenne halt die Filme, ich habe die wohl mal gesehen vor 20 Jahren, aber ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wer da wer ist. Ja. Deswegen ist das Gute, du musst die Filme nicht kennen, um das verstehen zu können. Das Schlechte ist, es gibt nichts zu verstehen. Mhm. Weil, wie gesagt, es plätschert in diesen Stunden einfach nur so dahin. Du weißt halt, du gehörst zu dieser Mafia-Familie. Du musst nicht wissen, wer die Corleones sind. Du musst nicht wissen, wie die zu anderen Personen stehen. Es gibt dann aber eine Stelle, wo es wieder interessant wird. Denn das Spiel hat ja drei Schauplätze. New York, Miami und Havanna, kubanische Hauptstadt. Und sobald du dann so nach Kuba wieder kommst, später schließt es halt so ein bisschen im Bogen, ab da wird es wieder spannend, weil da kapierst du dann mal endlich, was eigentlich in dieser Story jetzt Sache ist. Es geht da um einen Verräter in irgendeiner Mafia-Familie, irgendjemand spielt dich da gegen irgendjemand anderen aus und dann denkst du, aha, das will ich jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Mhm. Aber bis du dich dahin gespielt hast, musst du dich allein dadurch motivieren, dass du sagst, dieser Bandenkrieg macht mir halt Spaß und diese Familiengeschäfte machen mir halt Spaß, die man da noch so zwischendurch macht. Also diese ganze strategische Karte mit den angreifenden Familien, die du sagst, das klingt auf der einen Seite klingt es ganz interessant, auf der anderen Seite klingt es für mich aber sofort wieder so nach, ich muss Aufgaben ständig wiederholen, immer wenn mich eine feindliche Familie angreift, dann mein Haus abnimmt, muss ich sie wieder zurückerkämpfen. Ist das so? Du musst es ja nicht machen. Also du kannst ja ganz normal dem Handlungsstrang folgen, der dich dann auch in ein paar andere Missionen reinführt. Also musst du mal Gewerkschaftsführer Naja, was heißt, so abwechslungsreich ist es natürlich nicht, weil es dann natürlich immer in Schießereien ausartet. Ist ja logisch, ist halt immer noch Mafia. Aber musst dann halt mal einen Gewerkschaftsführer beseitigen oder musst, keine Ahnung, irgendwie durch den Palast schleichen dann später in Kuba. Und so, die Missionen, die du im Hauptstrang hast, sind dann schon vergleichsweise abwechslungsreich. Beziehungsweise verglichen eben mit den
durchaus immer gleichen Attacken dann auf Häuser, die dann halt auch immer gleich ablaufen. Du musst halt reingehen, musst dich da durch die Wachen schießen und am Ende hast du dann den Besitzer vor dir und den musst du halt so lange schütteln, bis er dir den Betrieb überlässt. Apropos, hat es noch diese Maussteuerung, wo du durch die Bewegung der Maus die Manöver ausführst? Oh ja, das hat es noch. Okay. Und ja, das bringt uns ja zum Gewaltfaktor. Das ist ein schöner Übergang im Prinzip. Denn die Steuerung funktioniert ja an sich gut. Ich finde es aber trotzdem relativ scheußlich, wenn du jemanden halt so quasi am Kragen packst, kannst du den halt so lange prügeln, beziehungsweise du prügelst dann und je mehr du ihn prügelst, desto mehr Geld gibt er dir. Bis du ihn halt überprügelt hast, dann sagt er, nee, jetzt gebe ich dir gar nichts mehr. Schönes Wort, überprügeln. Ja, überprügeln. Und das sind noch nicht mal die schlimmsten Sachen. Also das ist halt einfach nur, naja, ich weiß nicht, ist halt so Mafia-typisch, aber doch schon ziemlich geschmacklos, wie es in den Filmen halt durchaus auch ist. Das Spiel an sich hat aber auch einige sehr brutale Elemente, weil es so Finishing-Moves gibt, je nach Waffe. Ja. Also je nach ausgerüsteter Waffe. Und die sind scheußlich. Also was du da mit den Waffen anstellst, ist es nicht mehr feierlich. Also ich will jetzt nichts beschreiben konkret, ja. Aber... Also es ist insofern eine sehr relevante Frage, weil der erste Pate relativ im Zentrum der gerade der deutschen Gewaltdiskussion stand und die Spielekritiker sich immer wieder dieses Spiel rausnehmen und drauf zeigen und sagen, guckt mal, wie expliziter Gewalt dargestellt wird, unprovozierte Gewalt, die man ja selbst in die Welt hineinträgt. Und dann wirst du auch noch belohnt dafür, wenn du besonders brutal vorgehst. Sind das Elemente, die sich nun 1:1 auch im zweiten Teil wiederfinden? Ja, das kann man so sagen. Ja, mit diesem lächerlichen Eingeständnis noch, dass man keine Zivilisten überfahren darf. Genau. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht, was es soll. Und es ist auch noch so schlecht umgesetzt, dass du halt gegen die fährst mit dem Auto und du bleibst an denen hängen und es spritzt kurz ein bisschen Blut und du machst und dann fährst du aber so lange gegen die, bis sie endlich mal aus dem Weg gehen oder bis du denkst, das ist mir zu doof, ich fahre halt gerade außen rum. Ja. Und das fühlt sich auch wieder so bescheuert an und kann ja eigentlich nur den Grund haben, dass sie gesagt haben, okay, Gewalt gegen Zivilisten, das lassen wir lieber irgendwie raus. Dann hast du aber 10 Minuten später wieder eine Mission, wo es heißt, ja, bringen die Frau auf der Straße um und die musst du dann eben verprügeln, bis sie tot ist. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Richtig. Und das ist halt, genau, sie haben versucht, das Spiel zu entschärfen, aber es ist halt immer noch im Wesentlichen ein Spiel für Erwachsene mit einfach Sachen, wo du denkst, was soll das? Ja, also mit so Störern, die du drin hast. Passt es zur Atmosphäre? Also ich meine, klar, wenn man ein Mafia-Spiel macht, dann wirst du dich da mit Gewalt auseinandersetzen müssen. Habt ihr das Gefühl, die ihr das Spiel gespielt habt, das ist nun eher Show und Ergötzen an der übersteigenden Gewalt oder gehört das tatsächlich zur Atmosphäre dazu? Das gehört dazu. Also weil du merkst halt, okay, das ist halt nun mal ein Gangstermilieu, das ist halt nun mal Mafia und da geht es halt rau zu, das ist ganz klar. Mhm. Was aber nicht sein muss, sind diese Finishing-Moves, wie ich finde. Ja. Denn okay, es mag sein, dass das damals so gemacht wurde in der Mafia, ich war nicht dabei, aber das ist halt so, das ist halt so widerlich, du könntest diesen Leuten auch ganz normal, wie es in anderen Spielen halt auch ist, irgendwie die ausschalten, aber dass es halt so eklig sein muss und es muss wirklich teilweise gemacht werden, weil, das ist auch ein neues Element in der Pate, man hat ja eine Familie, man heuert andere Gangster an, die dann auch unterschiedliche Spezialtalente haben, also irgendwie Safes knacken können oder Wände sprengen. Und der Gegner hat das auch, also hat auch jede Familie, also jede Mafia-Familie hat auch so Mitglieder. Und um einen von denen auszuschalten, musst du seine Kill-Bedingung herausfinden, wie es so schön sagt. Und das ist halt ein bestimmtes Exekutionsmanöver mit einer bestimmten Waffe. Also du kommst, wenn du das spielst, auch nicht drum herum. Du kannst dann in dem Moment auch nicht sagen, nö, will ich nicht, dann lebt er halt weiter. Mhm. Und ich finde, also es passt auch gar nicht so in die Atmosphäre rein, weil das für mich ja immer noch so eine Verbrecherfamilie ist und im Prinzip eben so ein Gaunerbetrieb. Und da geht es ja nicht darum, Gegner eben furchtbar brutal niederzumetzeln, sondern die einfach aus dem Weg zu räumen. Und das ist ja auch, wenn man sich andere Mafia-Filme anschaut, ich finde, das macht gerade so das Spannende aus, dass da ganz oft Leute plötzlich erschossen werden und du denkst, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Alle, die eben waren sie noch gut Freund, dann steigen sie zusammen ins Auto, dann wird er von hinten erschossen. Aber er wird eben nicht mit der Kettensäge zerteilt oder so Geschichten. Zumal es und das finde ich eben in diesen Filmen gerade eben immer so spannend, dass du nie weißt, was ist da, was wird da geklüngelt. Und es geht eben gar nicht mal vordergründig um die Gewalt, sondern eben darum, einen geschäftsmäßig auszuschalten. Und ich finde, da passt das eben auch nicht zusammen, diese übertriebene Gewalt. Zumal es halt auf Dauer wirklich ermüdet. Ich will es halt echt nicht mehr sehen. Okay. Ja. Gut, also unabhängig von dem Gewaltfaktor können wir sagen, dieses neue strategische Element tut der Serie ganz gut, ist nicht ideal eingebaut. Ansonsten die alten Stärken, also dass es relativ spannende Gefechte hat, sind nach wie vor drin? Naja, spannende Gefechte würde ich nicht auf ganzer Linie sagen, denn die Schießereien sind nett. Es ist aber teilweise auch nur lächerlich, wenn du gegen einzelne Gegner kämpfst, die eine Schusswaffe haben, kannst du einfach hinlaufen und sie am Kragen packen und erwürgen, weil das Spiel so einfach ist.
Denn okay. das ist das große Problem. Ich habe bis jetzt in einer Mission nur Probleme gehabt. Das lag aber nur daran, dass ich vorher keine Munition mitgenommen habe. Also ich hatte halt irgendwie nur 5 Kugeln dabei. Und selbst, da ist auch einer. Na, ich hab, und man hat ja dann immer dieses Familienteam dabei. Das sind immer noch 3 Leute, die dir helfen auf jeden Fall. Und die haben auch unendlich Munition, denke ich mal. Und dadurch wird das schon oft viel zu einfach. Ja. Grundsätzlich fühlt sich halt alles sehr, sehr künstlich an. Ich finde, also die Welt ist so künstlich. Diese Strategie an sich, der Don-Modus, fühlt sich da für mich auch wieder künstlich an. Dann noch so Geschichten wie, dass du die Leute nicht überfahren kannst. Und das fühlt sich alles sehr, sehr künstlich an. Von daher. Also das Einzige, was nicht künstlich ist, oder beziehungsweise das, was am wenigsten künstlich ist, ist die Sprachausgabe. Denn ich finde, das hat ja viele Zwischensequenzen und auch viele Gespräche dann, die mit Don Corleone und den ganzen Leuten führst. Und ich finde, die sind schön gemacht und die sind auch schön auf Deutsch vertont. Weil die mit Profisprechern reden, es gibt in den Autoradios so nette 50er-Jahre-Musik, also kannst du so, keine Ahnung, wie es damals hieß, ja, kannst halt so netten Inselrhythmen durch Kuba fahren. Das ist nett. Und das ist auch schön atmosphärisch. Gut. Also unterm Strich ein Spiel, das sich viel zu oft selbst im Weg steht, insbesondere was Logik und die Atmosphäre angeht. Und gegenüber dem ersten Parten dann wohl ein Rückschritt. Ja, es ist schon eine Enttäuschung. Wenn man sich anschaut, wie gut der erste Teil gemacht war, kannst du sagen, der zweite Teil ist schon auf einem niedrigeren Niveau. Gut, danke euch. 85. Bleiben wir jetzt gleich sitzen und machen für Hawks noch weiter? Ich nicht.